Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Bauwerk Parkett, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Aus 36 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2021 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen, in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Die Medikamentenausgabe in grösseren Arztpraxen soll von automatisierten Vertriebssystemen übernommen werden. Das spart Zeit und Aufwand. Davon sind jedenfalls die Verantwortlichen der Zur Rose Swiss AG in Frauenfeld überzeugt, die derartige Systeme anbieten. Der unwiderlegbare Beweis soll jetzt das Praxisprojektteam der Ostschweizer Fachhochschule Ost bringen. Unser Auftrag war, die Nutzenvorteile einer automatisierten Medikamentenbewirtschaftung herauszufinden, sodass die nachher für Marketingunterlagen benutzt werden können. Die Studierenden können bei ihrer Forschung auf Systeme zurückgreifen, die bereits im Alltag zum Einsatz kommen. Was fehlt, sind verlässliche Studien. Also wir haben einige Projekte bereits schon in Arztpraxen mit Medikamentenautomaten. Wir haben jetzt den Studenten den Auftrag gegeben, um die Effekte bezüglich Kosten und Zeitersparnis, die wir bereits gespürt haben, wissenschaftlich zu untersuchen. Das Team von der Ost hat in einer Feldstudie die Abläufe in den Arztpraxen mit der Stoppuhr auf ihre Effizienz geprüft. Die Studierenden haben aber auch die Ärzte, die medizinischen Praxisassistenten MPA und Patienten zu ihren Erfahrungen und ihrer Zufriedenheit befragt. Das Fazit: Die Medikamentenautomaten bieten gerade in dreifacher Hinsicht einen Mehrwert. Da haben wir verschiedene Funktionalitäten vom Automat herausgefunden, wie zum Beispiel den Einfülltrichter oder auch ökonomische Vorteile wie Zeitersparnis. Aber als drittes natürlich auch soziale Vorteile, wie zum Beispiel, dass es ruhiger wird in der Praxis, weil die MPA nicht mehr zum Medikamentenlager laufen muss. Das Team konnte wissenschaftlich belegen, dass ein Medikamentenautomat die Effizienz in einer Arztpraxis um bis zu 35% steigert. Man kann Zeit sparen und den administrativen Aufwand reduzieren. Das ist der Nachweis, den der Auftraggeber gebraucht hat. Die Resultate zeigen uns in der Tat, dass unser Angebot vom Medikamentenautomat genau die Effekte erzielt. Und bestätigt uns natürlich auf unserem Weg, mit innovativen Lösungen in den Arztpraxen weiterzuschaffen, insbesondere in Richtung virtuelles Lager. Mit ihrem engagierten Einsatz haben die Studierenden alle Vorgaben mehr als erfüllt, sagt ihren Projektcoach. Die Studierenden haben hier ganze Arbeit geleistet, indem sie viele Informationen zusammengetragen haben und aus einem anspruchsvollen Setting trotzdem belastbare Daten gewinnen konnten. Und die Auftraggeber können sich darüber freuen, dass sie hier jetzt überzeugende Ergebnisse haben, mit denen sie dann auf ihre Kunden zugehen können. Die Arbeit vom Praxisprojektteam fließt direkt in die Marketing- und Businessstrategie vom Auftraggeber Zur Rose Swiss ein. Ein Sieg beim WTT Young Leader Award in der Kategorie Managementkonzeption wäre natürlich das Tüpfchen auf dem I. Laut dem studentischen Projektleiter ist aber die Nomination allein schon eine riesige Ehre. Es ist natürlich ein sensationelles Gefühl, jetzt hier zu stehen. Ich glaube, es ist für alle von uns ein krönender Abschluss von unserem Bachelorstudium. Und es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2021? Die Preisverleihung findet am Montag, 27. September in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt. Mit der Zusammenfassung am Dienstag, 28. September auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, Scandola und Gallus Media.